So, ein Spielertrend. Weiter geht's mit Let's Play Brickforce. Heute mit Sniper auf einer Sniper-Map. Skydogs heißt die Map. Warum eine Sniper? Denn im Adventskalender, wer da feuchtfröhlich jeden Tag was öffnet, der sollte heute eine Viper. Wow! Eine Viper für einen Tag drin haben. Und die Viper ist eine ziemlich gute Sniper. Viper reibt sich auf Sniper. Ja, und deshalb dachte ich, jetzt haben viele Leute die Sniper. Deshalb hau ich mal so eine Map hinein. Bei einem 8 gegen 8 mit 50 Kills nur mal zum Aufwärmen. Mir fehlen dann noch ein paar Kills mit der Secondary. Das werde ich hier kaum schaffen, hier mit der Pistole rüber zu schießen. Das ist mir zu gefährlich. Hallo? Wo sind die Köpfe? Wo sind die Köpfe? Ich will die Köpfe rollen sehen. Nein! Kurz vorm Respawn-Schutz verzieht er sich noch. Ich habe eigentlich extra gesagt, hier noch Sniper. Ich weiß jetzt nicht, irgendjemanden höre ich, der hat ein Sturmgewehr. Der wird hier natürlich nicht weit hüpfen. Was? Da, oh, wer haut mich da? Das ist uncool natürlich auf so einer Map. Skydogs sind einfach zwei Hallo? Zwei fliegende Schiffe, die hier so nebeneinander stehen. Es gibt ganz kleine Ausgucklöcher. Da noch die deutsche Flagge hängt da oben. Ich weiß gar nicht, welche Flagge. Oh, da war ich zu langsam. Ich weiß gar nicht, welche Flagge hier unser Schiff hat. Piratenschiff sozusagen. Was ist denn da los gerade bei den Roten? Die Blauen haben 20? Die Roten 5? Alter Falter, was geht denn da ab? Da muss ich jetzt aber einen Zahn zulegen. Mich ins Zeug legen. Ist ein bisschen uncool mit so vielen Leuten. Weil man da immer gleich eher entdeckt wird, wenn die Leute dann zu einem hingehen. Hey, wieso verziehst du dich gar nicht? Die Viper macht ein krasses Geräusch. Also dieses mit den Kopfhörern hört man richtig den fetten Bass. Das ist ein ordentliches Geräusch. Das ist echt. Hau doch nicht ab. Die sind alle da eher rechts. Der versucht sie mit herumlaufen. Dann gehe ich wieder rechts. Aber Moment, hier kann man auch. Obwohl, da geht es schon nach draußen. Ist ja nur so ein kleines Schiff und trotzdem. Das war so knapp. Das war so. Der will da rauf. Der will da rauf. Nein, ich habe es nicht mehr geschafft, ihn wegzuholen. Das ist eines jetzt da oben. Aber ich glaube, hier ist eine gute Stelle. Und nach jedem Schuss, alle zwei Schüsse, verziehe ich mich auf einer Sniper-Map immer, weil wenn ich einmal jemanden kill, dann sieht er mich ja natürlich und gehe da weiter. Aber finde ich, oh, so knapp abgeprallt. Hier ist der Schuss, hier ist er, da, ich sehe ihn. Genau, jetzt wo es die, hier sind viele, jetzt wo es die Viper für einen Tag lang gibt, haben sich die wirklich gleich sehr viele Leute ausgerüstet. Was ich cool finde, dass man jetzt auch praktisch durch diesen Adventskalender... Wo ist hier jemand? Bist du ein Kopf? Durch diesen Adventskalender Waffen für einen Tag mal schnell ausprobieren kann. Und wenn einem jetzt die Viper gefällt, dann spart man einfach auf die permanente Version davon. Manche sind... Oh, der ist gut getarnt. Manche sind so gut getarnt, die sieht man da kaum. Das ist echt krass. Durch den Hut. Ich meine, das kann man nicht wirklich beeinflussen. Mal hat man Glück und steht dann eben... Opala, falsche Seite. Na, da werde ich nicht viel reißen. So, eher hier. Und dann... Das ist übrigens... Ich habe nicht die Sniper, sondern... Ich habe die permanente Boa. Die ist überhaupt nicht abgegradet. Nicht mal plus 3 mit den normalen Steinen. Ich meine, man könnte es... Autsch! Man könnte es bei einer Sniper noch machen, aber... Boah, das war knapp. Der hätte sich ja auch gleich abgedrückt. Man könnte es noch machen bei einer Sniper. Das bringt schon noch was. Wieso prallt der ab? Ich habe genau auf seinen Kopf gezielt. Wieso ist der Schuss jetzt hier? Du kannst mich mal. Gibt's ja wohl. Das gibt's ja wohl echt nicht. Wieso ist der genau an der Kante abgeprallt? Dieser verdammte Schuss. Boah, wir losen gerade ordentlich ab. Das ist. Schon wieder schaue ich durchs falsche Loch raus. Vielleicht hätte ich auch die Viper mal nehmen sollen. Da oben ist einer. Muss man erstmal die Gläser auch wegschießen. Aber im Prinzip... Wo ist er jetzt hin? Im Prinzip ist das schon eine ganz coole Sniper-Map. Ich habe das jetzt mit der Sniper hauptsächlich nur gemacht, weil ich wieder die 50 Kills... Oh mein Gott! Auch für die Mission brauchte. Ja, die habe ich aber jetzt schon. Fehlen noch 9 Kills mit der Secondary. Ich mache jetzt immer ganz fleißig die Mission. Wieso ist auf der Seite nie jemand? Und da geht schon wieder jemand drauf. Und einer stellt sich vor die Kamera.
haben wir verloren. Aber wie wir verloren haben, ziemlich krass. So, aber jetzt zur Abwechslung haue ich jetzt was anderes rein. Und zwar Ninja City habe ich gefunden. Die City der Ninjas. Da mache ich mehr Kills. Das kann ich... Die Map ist ziemlich lustig. Da mache ich gleich 140. Ich habe die im Deathmatch gefunden. So, da mache ich jetzt eine Runde für die Secondaries. Ich bin mir sicher, dass auch noch andere Leute immer die Missionen haben. So, Start. War da irgendwas mit Clan? Ich habe nichts gefunden. So. Und vielleicht viele Leute, keine Ahnung, vergessen drauf auf die Missionen oder so, haben die dann da rechts oben. Ich habe am Anfang auch nicht wirklich immer die Missionen gemacht. Aber, ja, hätte ich vielleicht sagen sollen, nur Secondaries. Hammer Time. Okay, ja. Ja, das ist immer so eine Sache wegen dem Umwechseln mit der Waffe. Oft vergesse ich ja selber immer drauf. Aber wenn man es für die Mission braucht, dann braucht man es eben. Ninja City, eine sehr kleine Stadt praktisch. Aber man kann auf jedes dieser vier Häuser hinauf. Ich finde es auch genial, dass jedes praktisch in einer eigenen Farbe ist. Hier ein ganz grünes, hier ein ganz lilanes. Lila gibt es nicht. Rot, blau und orange. Man kann sich im Prinzip dann schon merken, hey, der ist im Orangenhaus oder der ist in dem Haus. Es gibt auch Trampolin-Bricks, die da auch witzig eingesetzt wurden. Wow, wow. Nein, jetzt kommt Hammer-Time, auf das habe ich ja ganz vergessen. Oh, und der schlägt so schnell, weil er den Hammer upgegradet hat. Das habe ich gar nicht gemacht, weil ich auch dachte, okay, wenn ich mit dem Hammer auf den Kopf treffe, ist der sowieso tot. Aber das könnte man auch machen, dann schlägt man schneller mit dem Hammer. Vor allem jetzt, wo ich die blauen Waffensteine auch schon verwenden kann, sollte ich darüber definitiv, oh, zwei Leute mal nachdenken. Was macht der für einen Tango? Wird sich der gerade gedreht? Das war gerade Crassomatico. Hier springen die Leute, so jetzt hüpfe ich da auch mal irgendwo rauf. Wo ist denn der? Jui! Oh, hier kann ich hier rauf. Ah, das, wow, wo bin ich denn jetzt? Das kannte ich noch gar nicht an der Map. Die wird ja immer interessanter. Oh, da ist gerade ein Getümmel los, wenn man hier so von oben schaut. Aha, lass mich durch. Blockier mich bitte nicht. Ich will da durch. Danke. Das macht mich immer ganz nervös, wenn ich wohin laufen möchte. Und dann kann ich da nicht hinlaufen. So, hier in den Häusern ist es etwas ruhiger. Da kann man sich da den Weg freischlagen. Und dann hier. Hoppala. Und schon wieder werde ich blockiert und werde nervös. Oder hier kann man sich den Weg rausschlagen. Und einer setzt sich ins Geschütz. Ich glaube, ich setze mich da auch gleich rein. Hier. Alle Geschütze sind besetzt. Fast, zumindest. So, schauen wir hier mal runter. Ah, wow, da geht's zu. Oh, mit dem Hammer, lass ihn. Jetzt hat er ihn gekillt. Ja, mit dem Hammer kannst du da aber nicht draufwerfen. Boah. Alter, wo war denn da gerade eine Granate? Das waren diese grünen Fässer. Ah, da schießt jemand extra auf die Fässer. Hey, das ist aber klug, das sollte ich auch mal machen. So einen Fasskill. Das kann schon was. Oh, hinter mir ist jemand, aber ich will zuerst den umnieten. Und jetzt den hier. Wo sind da noch Fässer? Ich will auch sein Fass. Komm, ich spreng dich in die Luft. Aber das hat ihm jetzt irgendwie... Oh, was war denn das gerade für ein... Für ein Wegschießen. Den schnapp ich mir. Boah, das Geschütz macht ja krass viel Schaden. Das waren jetzt 100 HP. So, jetzt setze ich mich wirklich auch mal in so eine Teil rein. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo haben wir es denn? So, mal checken, welches frei ist. Das ist frei. Das nehme ich mir jetzt. Oh, oh der... Ich knall zuerst die Leute von den Geschützen... Na, no, jetzt ist das besetzt. Ich knall zuerst mal die Leute von den Geschützen hier runter. Oh. Okay, der ist tot. Der auch. Jetzt setze ich mich hier rein. Oh, schnell. Setz dich. Oh, ah, Gott. Hier kommt man ja zu gar nichts. Oh. Lass mich doch mal kurz in das Geschütz bitte rein. Bitte! Oh, jetzt ist es wieder besetzt. Es gibt doch vier. Eins davon werde ich mir doch wohl schnappen können. Das hole ich mir jetzt. Das scheint hoffentlich sicher zu sein. Geh rein doch. Geh da doch endlich rein. So, jetzt. Da trifft man... Oh mein Gott. Oh, von hinten mit dem Hammer! Kackgeschütze, wirklich. Kackgeschütze machen so viel Schaden, aber dann kommt jemand von hinten und klopft mir auf den Kopf. So, wer war das? Der war das hier. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Das wäre auch sicher eine coole 1 gegen 1 Map, weil sich in den Häusern da zu finden... Ein bisschen kann man durch die Scheiben durchschauen, aber dann kann man jemanden nicht gleich abknallen. Oh, der hat schon wieder so ein Fass zerschossen.
Wieso finde ich diese Fässer nicht? Wo sind denn die? Hier stehen auch noch welche herum. Bam. Und das nächste. Ah, die knall ich lieber so weg. Wo ist unser Schilling? Der Schilling bekommt ordentlich eins auf die Mütze gerade. Lass mich da... Oh, das war meiner. Der war aber... Der hätte mir gehört. Das war eigentlich meiner. So, aber man kann auch noch zwei Stöcke hier hinauf. Ins Penthouse nach oben. Oh, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt. Oh, ins Penthouse nach oben kann man auch noch hier schauen. Irgendwo hier. Da geht es noch eine Etage höher. Ah, da drüben habe ich auch einen Kollegen gleich. Sodala, der wäre erstmal erledigt. Von hier oben wird man auch nicht so oft erwartet. Oh, schon wieder das Geschütz. Ich persönlich bin nicht so gut mit dem, aber wenn ich... Boah, das Geschütz macht krass viel Schaden. Das waren jetzt gerade 64 Schaden. Mit einem Schuss. Ich weiß nicht, wo mich der getroffen hat. Wieso? Such dir bitte eine eigene Stelle. Ich hasse das so, wenn jeder mir nachläuft und dann... Ich kann so nicht gut spielen. Junge, such dir ein eigenes Fenster. Schau, ich schieße dir hier ein Fenster auf. Da, da, hier, nimm das bitte. Oh mein Gott, dann gehe ich eben weg. Ey, kann man da rauf auf die Wand? Das wäre auch interessant. Schon wieder ein Bodyguard. Hier kann man aber durch. Hier kann man durch. So, von einem, vom grünen ins orange Haus. So sieht's aus. Und wo ist das Schneckenhaus? Der eine haut die ganze Zeit mit dem Hammer hin. Wahrscheinlich keine Munition mehr oder er will Munition sparen. Hier, genau, Mission habe ich jetzt auch fertig. Da werde ich mir dann die Coins wieder abgeben beim Pick and Win. Vielleicht hole ich irgendwas Nettes raus. Hier sehe ich jemanden. Hallo. Piranha ist ja gar nicht so gut auf die Distanz. Aber da darf man immer nur einmal schießen. Wow! Den habe ich nicht kommen sehen. Aber wenigstens hat er jetzt endlich diesen zweiten da weggeknallt. Der ein bisschen genervt hat, muss man sagen. Hoffentlich findet er mich jetzt nicht gleich wieder. Muss ich mich vor den eigenen Spielern verstecken? Oh, da ist er. Hilfe, weg von hier! Er heißt Schwimmen, ich muss davon schwimmen. Schwimmen wir davon. Oh, da drüben schon wieder mit dem Geschütz. Das sind immer die gefährlichen Leute. Wenn sich niemand um die kümmert. Wow! Wenn sich niemand um die kümmert, dann... Oh, und so nahe auch noch. Da, 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 da. Ah, puh, hier kann man gut verschnaufen. Und sich auf der Nase kratzen, wenn man Bedarf hat. Jetzt ist er schon wieder da. Ich mag das nicht. Ich laufe doch auch niemand die ganze Zeit hinterher und versaue ihm sein Game, oder? Oder mache ich das? Wenn er mich wenigstens, wenn er wirklich ein echter Bodyguard wäre und ihr alle Feinde wegnieten würde und ich null Tode hätte dann, das wäre ein echter Bodyguard. Aber das ist... Dieser Antonio sitzt die ganze Zeit in dem Geschütz. Wieso geht niemand auf den? Das verstehe ich nicht. Keiner übernimmt die Arbeit und knallt den da weg. Oh, das ist aber eine spannende Runde. Hey, 3 Kills Unterschied nur. Jetzt 4. Komm, das machen wir. Wo ist dieser Antonio? Antonio Banderas! Das war dein letzter Schauspielauftrag. Hier drüben. Niemand knallt ihn weg. Niemand. Jeder lässt ihn hier feuchtfröhlich sein Ding machen. Wo war der jetzt mit dem Hammer? Wo ist der hin? Oh, wow. Komm, ich jumpe hier hinauf. Wow. So. So kommen wir uns näher, mein Freundchen. Wow. Ich glaube, ich bekomme hier gleich Besuch. Und er setzt sich schon wieder ins Geschütz. Also, der kann's. Geschütz ist nicht jedermanns Sache. Meine Sache auf jeden Fall nicht. Aber wer kann, der kann. Wow. Oh, 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 wir sind hier im falschen Haus. Oranges Haus. Nix gut. Orange ist auch eine der unbeliebtesten Farben. Rot und Blau gehören zu den beliebtesten. Ja, ja, als Medientechniker weiß man das. Endlich, die Mission ist fertig. Jetzt schreibe ich wieder mal, komme gleich wieder. Mache ein ganz top secret Passwort. Vielleicht sollte ich es mir auch merken. So, das war jetzt. Das wird keiner erraten. So, komme gleich wieder, habe ich schon geschrieben. So, denn dann komme ich wirklich gleich wieder in den Raum und spiele noch ein paar Runden. So, ohne Video. So, da la, abschließen. Für heute sind keine weiteren Missionen mehr verfügbar. Macht nichts. Ich sollte 3 Coins eigentlich jetzt zusammengespart haben wieder. Soll wieder schauen, wo die Prozentchance ihr am höchsten ist für einen Gewinn. Das müsste 1,7 gewesen sein. Jawohl, 1,7 beginnen. Ich habe 5 Coins habe ich sogar schon.
So lange habe ich das jetzt nicht mehr hier im Video gemacht. Oh, da ist so viel noch frei. Wo soll ich nehmen? Na gut, schauen wir mal. Nachschub 100 Mal für Schwere, das ist gut. Das erspart mir auf jeden Fall ein paar Punkte. Weil das müsste ich mir sonst so kaufen. Streamliner ist auch nett, 100 Mal. Falls ich mal wieder eine Map baue, ist das auf jeden Fall geil. Ich habe gerade 3333 Tokens. Das hat man auch nicht alle Tage. Spider für einen Tag? Geil! Dann kann ich die endlich auch mal antesten, ohne sie zu kaufen. So, da la. Nochmal, Swappy 100 Mal. Ebenfalls genial. Was ich nur hasse, sind Kleidungsstücke für einen Tag. Das brauche ich nicht. So, und Teufelsflügel. Ja, okay. Also die Ausbeute war diesmal gar nicht so schlecht. Drei seltene wird es noch geben. Die Chance 1,9%. Leider nichts dabei gewesen. Aber ich mache fleißig und brav meine täglichen Missionen weiter. Jetzt muss ich schauen, welcher Raum war das? Ich habe ihn genannt, wieder spieletrend.com. Spieletrend.com. Passwort. Ja, sechs Leute waren so brav und haben gewartet. Der Rest hat ein Pech. Ja, und ich bin bereit!